Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 bei Let's Play Korea Forgotten Conflict. Und ja, wir sind ja hier immer noch beschäftigt mit den Vorbereitungen für die Invasion bei Incheon, Operation Chromite. Und ja, nachdem wir Wolmi Island quasi die Radaranlagen und die Artillerie ausgeschaltet haben, können wir die Vorbereitungen fortsetzen. Und zwar müssen wir diesmal einen Brückenkopf bei Red Beach errichten. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja genau, und jetzt haben wir die ersten beiden Einführungsmissionen gemacht. Jetzt haben wir die erste Mission, der blutige Strand von Wolmi Island, und jetzt kommt Incheon Harbor oder Incheon Hafen. Land. Ruder zerstören, Codebuch stehlen, Tanker versenken, Öltanks zerstören, gepanzerte Zucken. Welcome to Incheon Harbor, Commander. Your objective is to construct a beachhead that will allow for the unloading of Allied reinforcements. The group of commandos that you will lead was brought in at daybreak in the immediate vicinity of Incheon Harbor. You must infiltrate the harbor complex undetected, then turn your attention to supply vessels. We need to obtain both. And the simplest way to do so will be to disable their steering mechanism with explosives. The enemy intends to move essential fuel supplies to the front during the night. In order to prevent this, you must attach one explosive to each of the storage units before the enemy is able to remove the fuel. Your primary objective remains the careful search and subsequent sinking of the Soviet oil tanker. If you can detach the dockside crane from its mooring, it is highly probable that it will provide you with the means to accomplish this task. It is essential that you keep in mind that any premature detonation will immediately alert the enemy as to your presence. The safest and best detonation may be achieved by using the radio detonator you carry after having accomplished other tasks and when you are in the vicinity of the armored train, your means of escape. Recent intel offers a few more useful hints. This building and that building would seem to house the supplies of munitions and explosives. These will provide you with a useful source of necessary materials to carry out your orders. Remember at all times that should the enemy become aware of your presence, they will sound an alarm and in all probability request reinforcement, greatly reducing the chances of your survival. Even if you should, by some miracle, avoid capture or termination, patrols would be constantly searching for you. The best of luck. Thank you. Ja, also da geht's mal richtig los in dieser Mission und ja, ich werde das mal hier jetzt auf dieser Karte zeigen. Wir starten ja hier, oder? Und ich habe mal ein bisschen das angespielt, die Mission, weil ich ungefähr einen Leitfaden haben wollte, was ich überhaupt machen muss. Und tatsächlich ist es möglich, dass wir uns hier irgendwie reinschleichen, dann hier schon mal bei den Benzintanks die Bomben platzieren, dann uns hier durch dieses Bahnhofsgebäude, wo wir anscheinend auch Munition und Sprengstoff finden können, habe ich das erste Mal allerdings nicht gefunden, habe ich einfach nicht gut geschaut, dass wir uns dann hier nach oben zu dem Gebäude hier bewegen. Hier gibt es auf jeden Fall Sprengstoff. Und dann eigentlich am gepanzerten Zug vorbei. Und da bin ich nicht, habe ich nicht weitergemacht. Aber dass wir dann hier mal zu dem Ding kommen. Wir müssen hier ein Codebuch finden. Und ja, irgendwie den Kran ja, irgendwie mit Sprengladung verstärken, damit er auf den Tanker stürzt.
Und dann müssen wir den ganzen Weg hier hin und dann müssen wir hier auch noch eine Sprengladung und dann noch zurück zum gepanzerten Zug. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, diese Mission. Was ich aber noch cool finde, das erinnert mich extrem an den Film Die Seewölfe kommen mit Roger Moore und Gregory Peck. Ein absoluter genialer Film. Und zwar geht es darum, dass im Zweiten Weltkrieg zwei deutsche Schiffe, wenn es mir recht ist, oder drei, nein, es gab drei, die haben sich internieren lassen im Hafen von Goa. Goa damals portugiesische Kolonie und umgeben natürlich von British Indien, oder? Und das im Krieg war mit Deutschland und die Schiffe dort, die deutschen Schiffe, das sind offiziell Handelsschiffe. Tatsächlich haben die jedoch Sender an Bord und ein Spion in British Indien versorgt die Schiffe immer mit Informationen, wo sich Alliierte, über die alliierten Schiffsbewegungen. Und die Sender auf den deutschen Schiffen geben dann das weiter an die deutschen U-Boote, die dann die alliierten Schiffe gezielt versenken können. Und Roger Moore und Gregory Peck müssen quasi, weil ja Goa neutral ist, so ein Himmelfahrtskommando zusammenstellen, mit dem sie dann die Schiffe entern und versenken. Und ja, es erinnert mich extrem, weil, also ich glaube, ich sehe nicht ein, warum, wenn das ja nordkoreanische Schiffe ist, sehe ich nicht ein, warum es wichtig wäre, die jetzt schon quasi zu blockieren, weil wenn die auslaufen, laufen sie direkt in die Arme der Invasionsflotte. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass es, sowjetische Schiffe sind. Also das sicher, es hat zwar hinten eine nordkoreanische Flagge, habe ich gesehen, aber es ist ein sowjetisches Schiff scheinbar und das wahrscheinlich auch. Und also sowjetische Tanker und quasi, die können nicht geentert werden, glaube ich, weil die Sowjetunion befindet sich ja nicht im Krieg. Und deshalb müssen wir sie hier quasi blockieren, damit die nicht irgendwie den Treibstoff irgendwo anders hinbringen können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Plan. Und hier eben klar, den Treibstoff hier zerstören, damit er nicht abtransportiert werden kann von den Nordkoreanern, weil die Nordkoreaner brauchen den Treibstoff unbedingt für ihre T-34 Panzer. So, jetzt aber weiter, wenn das Spiel mich lässt. Ah, okay. Genau, und was hier immer ein bisschen... was man immer ein bisschen schauen muss, ist, hier fährt regelmäßig ein Zug durch und der Zug hilft einem, weil da kann man sich nämlich gut hinter dem Zug verstecken. Und ich habe übrigens, wir haben in diesem Fall, also in diesem Spiel, haben wir 10 Speicherplätze. The coming and going of trains will severely limit enemy hearing and can provide visual cover as well. On the job in New York minute. Waiting orders. I'm on my way. There ain't nobody better. I can do that. Yes? So, jetzt haben wir den ersten Teil, also wir sind schon mal aufnehmen, bitte. BJ got the power. He can take you. Jetzt haben wir den ersten Teil schon mal quasi geschafft. That particular place is not accessible. So. Und, ja, weil ich bin froh, weil wir werden, keine Angst, wir werden noch lange genug brauchen. Ich bin froh, dass ich den ersten, ich meine, bei den Kommandos habe ich ja auch eigentlich, hä? Ja, eben, too far, wieso? So. Diesmal sind wir clever und nehmen nur ein Gewehr mit. Ah ja, übrigens, wir haben einen neuen im Team, und zwar der Nighthawk. Das ist wirklich ein amerikanischer, also Indianer. Er hat einen Schalldämpfer und der hat einen, der hat einen Scharfschützen. Aber auf jeden Fall, der hat einen auf jeden Fall ist er ein Scharfschütze. Also der hat sehr gute Präzision beim Schießen und wie man das nennt. Und genau, und jetzt machen wir Folgendes: Jetzt kann man hier die Leiter rauf und hier wieder runter, und dann hat man
die Truppen hier hat man schön umgangen, weil, also ich glaube, hier kommt man ja noch durch, aber spätestens hier ist dann Endstation. Deshalb ist der Weg hierhin eigentlich die Idee. Genau, und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt sehen die mich, das ist nicht gut. Also der muss auf jeden Fall mal weg. Ja, jetzt sehen wir die in Großaufnahme, die Leute. Der erinnert mich jetzt an, wie heißt er da? Rainbird von... So, also ihr seht, das ist wirklich ein Scharfschütze, aber der erinnert mich 1:1 original an Rainbird aus Der Feuerteufel, der ja eigentlich auch ein ja, so indianischer Abstammung ist und da irgendwie im Vietnamkrieg und dann bei dieser Englisch, also das Institut, sagen sie ja im Deutschen, und wie hieß es Englisch? Das muss ich mir noch überlegen. So, auf jeden Fall haben wir den jetzt ausgeschaltet, können jetzt, werden hier sogar gesehen. Wir nicht überall gesehen, es ist doch eine Schande. So. The Shop heißt es auf Englisch. The Shop, Stephen King, The Shop, das ist das Institut. So. Apropos Stephen King, ich freue mich schon, wenn dann Es im Kino kommt. Das werde ich natürlich auch unbedingt schauen. Ich hoffe, es gibt auch ein Spiel dafür, Es. Das würde ich natürlich sofort ein Let's Play machen. Und ich weiß, es gibt gewisse, wie sagt man, Let's Player, oder? Die Großen, sage ich jetzt mal, oder? Die haben sich zur Lebensaufgabe gemacht, für jedes größere Spiel, das rauskommt, also da werden quasi simultan, werden da gleich 100 Let's Plays für ein Spiel gemacht. Ja, finde ich persönlich jetzt nicht so ideal, weil ich finde, man hat ja nicht nur einen Favoriten, was jetzt so Let's Plays anbelangt, und ich glaube, ich werde jetzt mal, soll ich jetzt schon speichern? Eigentlich ist das, was jetzt kommt, nicht allzu schwer. Ich glaube, ich werde jetzt noch nicht speichern. Understood, sir. I'm right there. Ich werde gleich fortfahren mit dem, was ich erzählen wollte, aber ich möchte zuerst mal schauen, dass wir hier Entschuldigung, das sauber über die Bühne bringen. Wir müssen nämlich, ja, ich glaube, jetzt werde ich speichern, weil ihr seht 10 Punkte, also es ist deutlich humaner. Kann man es nämlich auch mal instant verkacken. Ups, so wie jetzt zum Beispiel. Aber zum Glück, im Gegensatz zu Kommandos, fangen die nicht sofort an zu schießen, wenn man sich bewegt. Also, weil sonst hätte ich hier absolut verloren. Das weiß ich gar nicht. Komme ich jetzt schon durch? Ja, ich glaube, jetzt sollte es klappen, oder? Muss nämlich hier hin. So, und jetzt können wir uns schön hier hinter den Tanks verstecken. So. Und jetzt habe ich noch eine Idee, und zwar eben, was ich vorhin noch sagen wollte. Eben, ich meine, ich habe nicht nur einen Favoriten, also was wer Let's Plays macht und so. Also ich schaue mir ja auch selber Let's Plays an, allerdings nicht meine eigenen, sondern die von anderen Leuten. Und ich muss sagen, jeder hat so seinen eigenen Stil und wie er die Let's Plays macht und so. Und ja, ich kenne zum Beispiel einen, oder der macht nur ganz bestimmte Let's Plays. Also das sind eigentlich einige, die machen nur ganz bestimmte Let's Plays und so. Und muss sagen, gibt auch einen, also ja, den ich sehr gut finde, allerdings hat der irgendwie leider das aufgegeben. Also der macht jetzt wirklich hauptsächlich, der hat früher, als er anfing, hatte da wirklich vor allem auch Retros und so gemacht und so, und das fand ich echt cool und so. Aber jetzt habe ich den Eindruck, macht er auch einfach jedes Spiel, einfach das gerade in ist und so, nur möglichst viel.
Das finde ich ein bisschen, ja, finde ich nicht so toll. Aber egal. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, also als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich die Wache ausgeschaltet und dann die Wache. Und dann hat sich allerdings diese Wache nicht mehr vom Fleck bewegt. Das ist eben hier auch das Problem. Wenn man irgendwelche Wachen erledigt, dann verhalten sich andere Wachen anders. Und das ist nicht unbedingt von Vorteil. Deshalb frage ich mich, ob es Sinn machen würde, diese Wache zu erledigen. Wenn sie gerade in eine andere Richtung schaut. Ja, wie zum Beispiel jetzt. Komm, ich versuch's einfach mal. Yes? Understood, sir. Ja, wenn ich natürlich nicht wegkomme, ist natürlich auch scheiße. I'm right there. Sir? Understood, sir. Okay, jetzt bewegt er sich schon wieder weg. Nein, das ist eine scheiß Idee. On a job in a New York minute. Ja, das ist eine scheiß Idee, ich weiß. Okay, dann mache ich es so, wie ich es letztes Mal gemacht habe. Also bei meinem Try-Versuch. I can do that. Ja, warte, jetzt müssen wir ja noch warten, stimmt. I'm right there. I can do that. I'm right there. Ja, weil eigentlich, I'm on my way. Können wir jetzt alles hinten durch, also hinter den Tanks durchkrabbeln. Okay. Dann kommen wir hier zu einem Wachturm. I'm sorry, but I just can't make it there. On a job in a New York minute. I'm right there. Understood, sir. Und jetzt? Yes? I'm on my way. Back. I'm right there. Oh, dass der den nicht sieht. Okay, I'm there already. Understood, sir. Also der ist zwar alarmiert, aber der tut nichts. Ja, das war jetzt scheiße. Ah, ich habe noch gedacht, dass das in die Hose ging. Müssen wir den anderen zuerst erledigen? Nein, das geht ja fast gar nicht. Oder doch, das ging eigentlich schon. Ich kann nicht mehr wieder warten. So, unfortunately, I can't go there, sir. Okay, ich habe verstanden, wir müssen ihn erledigen, wenn er genau hier steht, okay. Und ich glaube, das bringen wir fertig. Okay, jetzt ohne Verzug gleich dorthin marschieren, wo wir hin müssen. Ja, und muss ich sagen, ich möchte keine Let's Player anderen irgendwie, wie sagt man, kritisieren, aber ich habe zum Beispiel, es gibt zum Beispiel gewisse Spiele, wo ich sagen muss, die würden mich sehr, sehr interessieren, die würde ich auch sehr, sehr gerne Let's Playen, aber ja, irgendwie, wenn du natürlich
zur gleichen Zeit, was ich was, Tausende von Leuten das gleiche Let's Play machen, da habe ich keinen Bock, das auch zu machen. Also weil, ja, und dann fragen mich die Leute, warum machst du so alte Let's Plays und so, und ich denke, das ist eben vor allem der Grund, weil ich meine, YouTube soll ja auch, hey, wieso rennst du? YouTube soll ja auch ein bisschen Abwechslung bieten, oder? Yes, sir. Understood, sir. I wish I had more time to play with you folks. Das war aber knapp. On a job in a New York minute. I'll look into it. Where you want him, sir? So. Gerade noch am... Okay. Nein. I'm there already. Keinen Quatsch machen, bitte. Understood, sir. Ja, der hat nur... Komm, das brauchen wir eigentlich gar nicht. So. Und den hier oben, weil der sieht uns, wenn wir hier raufgehen. Das müssen wir nämlich später noch. Beziehungsweise werden wir auch gleich tun, aber ich warte jetzt noch ab. Coming through loud and clear, sir. It's not possible to reach that location. Awaiting orders. Understood, sir. I'm right there. Ja, na gut, hätte ich jetzt auch das normale Messer nehmen können, also ein Wurfmesser auf die Distanz. Wir haben nur noch ein Gewehr für den Kollegen und weil einer hat ja schon eins. So. Okay. Jetzt runter mit dir und du kannst jetzt raufgehen. Sir? Ah, hier war ja die Treppe, die Leiter natürlich. Ready for action. Sounds good.